Dank. Jetzt das Wort hat dann Patrick Breyer. Eine Minute, bitte. Herr Präsident, nicht nur Edward Snowden warnt, dass im Windschatten der Corona-Pandemie dauerhafte Kontroll- und Überwachungsstrukturen aufgebaut werden. Obwohl die Pandemie in Europa inzwischen unter Kontrolle ist, wollen Regierungen die Rückkehr zu unserem normalen Leben davon abhängig machen, dass wir in ein Gesellschaftsexperiment zur digitalen Verhaltenserfassung einsteigen. Bisher sind es Menschen, die Kontaktpersonen Infizierter erfragen und benachrichtigen. Das schützt uns Studien zufolge deutlich besser als jede App und vermeidet massenhafte Fehlalarme. Wer von Ihnen glaubt wirklich, dass eine einmal eingeführte Kontakterfassungstechnik überall in Europa dauerhaft freiwillig bleiben wird? Das ist doch eine Illusion. Liebe Regierung, sorgen Sie endlich für ausreichende Schutzausrüstung und Gesundheitsversorgung, für Testangebote, für Impfstoffversorgung. Sorgen Sie für zukünftige Pandemien vor. Das sind Sie uns schuldig, nicht Überwachungstechnik und Datensammlung.